Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 3. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ja, wir haben letztes Jahr mal den Impfstoff hergestellt. Ja, dann wollte unser Stalker-Freund wieder was von uns haben, aber das haben wir zum Glück, konnten wir ihnen entkommen. Und apropos Stalker-Freund, man merkt an der Masse der Items, was gleich passieren wird, die man bekommt. Deswegen müssen wir mal gucken. Okay. Wieso kann ich das nicht kombinieren? Will das Spiel mich verarschen? So, geht doch. So. Granatwerfer muss ich noch mitnehmen. Vorsichtshalber. Wo haben wir den? Wir können noch ein paar Brandgranaten herstellen. Oh, gibt es hier noch eine Tasche irgendwie? Ich glaube, wir haben alle. Schon weg, ne? Das ist ein bisschen eng hier, muss man sagen. Okay. Das Messer weg, die Pistolenmuni weg. Die 33 Schuss, die ich da drin habe, sollten reichen. Ach, das war nochmal. Hier habe ich noch welche. Die kann auch weg. Dann kann das weg. So, und dann nehmen wir alles. Kann ich die hier auch schon kombinieren? Ja. Gut. Die Säuregranaten, die Flintenmuni brauche ich, glaube ich, nicht. Ja, die behalte ich mir mal noch über. Habe ich irgendwie noch hochwertiges Schießpulver? Vielleicht noch irgendwo? Ja. Okay. Das sollte erstmal reichen. Daraus machen wir nämlich jetzt noch ein bisschen Magnum-Munition. Das kombinieren wir noch und ich habe den Granatwerfer nicht eingepackt. Wo haben wir ihn denn? Hallo? Da ist er. Okay, dann speichern wir noch einmal. Weil ich verspreche nicht zu viel, dass es jetzt abgehen wird. Entsorgungszentrum. Entsorgungszentrum Vorschriften. Diese Einrichtung dient der Liquidation und Entsorgung von Nest-2-Testpersonen. Die starken Lösungsmittel stellen sicher, dass jegliche biologische Materie im Behältnis lebend oder tot für die Entsorgung komplett aufgelöst wird. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften bei der Benutzung des Entsorgungszentrums. Stellen Sie immer sicher, dass sich keine Mitarbeiter in der Kammer befinden, bevor Sie den Liquidierungsvorgang einleiten. Ja, das wäre besser. Verwenden Sie stets die vorgeschriebene Menge an Lösungsmittel, unabhängig von dem Volumen oder der Masse des zu entsorgenden Materials. Wenn eine Testperson gewalttätig wird, stoppen Sie unter keinen Umständen den Entsorgungsprozess. Lassen Sie die Kammer für mindestens 12 Stunden gefüllt und stellen Sie vor den Trockenlegen eine vollständige Liquidation sicher. Okay. In Gottes Namen ist das hier. Hast du doch gehört? Eine Entsorgungseinrichtung für Testpersonen, die gewalttätig sind. Okay, nochmal. Hier können wir. Wartet mal, auf welchen Slot ist der? Können wir mal hier gleich reinsetzen. Kann ich auch, glaube ich, ausrüsten. Den brauche ich gleich nämlich. Da hinten noch was? Ich glaube nicht. Nee, das ist nur Deko. Okay. Er gibt doch nicht auf, ne? Was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich?
Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkaufe die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Ich finde den Deal nicht gut. Oh ja, wenigstens habe ich hier viel schön viel Platz, um ihn wegzuballern. Komm, Chris, noch ein. Und noch ein. Ja, besonders schnell ist er noch nicht. Oh. Okay. Magst du nicht, wenn ich dich kritisiere? Was? Ich bin doch weggerollt, whatever. Komm hier, friss den nächsten. Oh fuck. Jill, bist du das? Carlos? Ich hab einen verballert. Geht's gut. Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Okay, erste Phase war jetzt ziemlich simpel. Warum habe ich ihn jetzt nicht getroffen, verdammt nochmal? Ich habe ihn klar im Visier gehabt. Und den nächsten. Ich weiß nicht, ob so schnelles Schießen gut ist. So, jetzt baue ich die Pistole. Warte, wir wechseln mal zu Shotgun. Pass auf, du hast Gesellschaft! Genau. Weil hier kommen Zombies. Er versteckt sich hinter Tank 8. Ja, erst muss der hier weg. So, und bevor. Bevor er rauskommt. So, jetzt ist sein Herz nämlich sichtbar. Dann können wir schön mit der Magnum ihm gehen. Müssen bloß aufpassen, dass. Ja, macht ihn mal platt, genau. Dass mich die Zombies hier im Umkreis nicht treffen. Da kommen noch mehr! Ja, die können ruhig kommen, die. Hä, wo ist 6? Okay, ich war zu langsam. So, Volltreffer. Was? Warum hat sie nicht nachgeladen? Bin ich rot? Ja. Oh, scheiße, ist gerade ganz schlecht, was hier passiert. What the hell? Lass mich doch hier mal weg! Okay, jetzt muss ich erst die Umgebung hier abchecken. Ob hier irgendwo ein Erste-Hilfe-Spray ist. Ja, ist klar! Ich kam da aus der Ecke nicht weg, Leute. Ich kam da aus der Ecke nicht weg. Ich war eingequetscht. Ich konnte da nichts gegen machen. Ich habe 2 Hits bekommen, weil ich da eingequetscht war. Oh, oh Mann, jetzt muss ich die scheiß nervige erste Gefahr so wieder machen. Aber das ist doch ziemlich simpel. Und ich vergesse immer, mit dem Granatwerfer nachzuladen. So, ich versuche mal jetzt in der ersten Phase hier Sachen zu finden. Zum Beispiel, da ist ein Erste-Hilfe-Spray. Und du nerv nicht rum. Weil in der ersten Phase sind halt keine Zombies, die mir auf den Sack gehen.
Ich hatte genau den Kopf anvisiert. Jill, bist du das? Carlos? So, diesmal habe ich wesentlich daneben geschossen und habe ihn getroffen. Jeden Treffer nehmen, den ich kriegen kann. Komm, wenn er so am Laufen ist, gleich schon nachladen. Ist das eigentlich random, wo er langläuft? Pass auf, du hast Gesellschaft! Ja, ja. Ist mir erstmal egal. Er versteckt sich hinter Tank 8. Ja, dann holen wir ihn runter. Und den nächsten. Ja, jetzt macht er sich wieder von Acker. Oder? Anscheinend nicht. Dann können wir ihn eingeben. Chill ab nach, verdammt nochmal. Nicht, dass wir so einen Scheiß wie eben haben. So, sind hier irgendwo Zombies? Da kommt noch mehr. Ja, ja, ich weiß. Scheiße, ich war zu langsam. Oh. Ich spiele mit dem Feuer. Töte die Zombies, die um dich rumstehen. Okay. Der nächste. Jetzt dreht er aber komplett an Rad wieder. Ah, ich bin noch gelb, das geht. Hier geblieben. Alter, geh doch mal kaputt, du Scheißvieh. Wir sind auch mehr gekommen. Ja, ja, das ist egal. Bam! Okay, jetzt muss ich die Magnum nehmen. Oder? Wartet mal. Flinten, Pistolen. Warum liegt hier Pistolenmunition? Ah, fuck! Du nervst! Genau so wie du. Wo ist er? Nummer 6! Komm runter! Ich mach das! Bam! Jawoll! Chill! Ich schick dir den Kran. Kletter daran hoch! Komm schon! Chill, bleib zurück! Das ist immer wieder geil! Jetzt steig drauf! Schön mit dem Kran eingegeben! Carlos, warum hast du das einfach nicht von Anfang an gemacht? Scheint sehr effektiv zu sein. Okidoki. Hoffentlich sind wir den Scheißkerl jetzt los. Aber Nikolai hat den Impfstoff geklaut. Wo bist du hin? Wie fit bin ich denn? Gelb. Ah, ich habe noch ein
muss den Impfstoff zurückbekommen. Okay. Gibt es hier noch Sachen? Mhm, auf jeden Fall. Der Raum ist rot. Auf jeden Fall was zu lesen. Waffeninspektion. Bezeichnung des Projekts. Ferromagnische Infallalegierung der nächsten Generation. Entwicklungscodename Finger. Entwicklungsleiter, leitender Forscher des Nest 2, Cornel Garner. Entwicklungsunterstützung United States Army, Kaliber 60 mm. Mündungsgeschwindigkeit 6000 Meter pro Sekunde. Eliminierung von Biofallen im Falle eines Ausbruchs. Zusätzliche Hinweise. Die extreme Feuerkraft hat den zusätzlichen Nutzen, dass sie das Ziel komplett vernichtet und nichts zurücklässt. Nutzerfeedback. Das Teil ist total cool. Tyrant will sich nicht benehmen. Gib ihm die Finger und das Problem ist gelöst. Hat die Feuerkraft, die wir brauchen. Wäre noch besser, wenn man die Leistung justieren könnte. Die Beweglichkeit könnte sich im Feld als problematisch erweisen. Vielleicht könnte man die Plattform verbessern. Sie benötigt mehrere Stromquellen. Diese sicherzustellen könnte in der Praxis schwierig sein. Könnte man diese in einer Stromquelle konsolidieren? Okay. Ein erster Hilfespray. Sehr schön. Das war's schon. Okay. Dann bereiten wir uns mal ein bisschen vor, weil das große Finale folgt. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Ich habe relativ viel Heilung. Ich habe noch Granaten. Flintenmunition. Und Pistolenmunition nehmen wir mal noch mit. Säuregranaten können wir wegnehmen, ist ja das letzte Gefecht. Und ich habe noch ein bisschen Platz. So, ich habe noch Platz für 2 Item-Slots. Können wir noch ein Erste-Hilfe-Spray mitnehmen. Ich nehme mal grünes Kraut, das kann ich gerade nehmen. Nehmen wir nochmal grünes Kraut, was wir nehmen können. Dann bin ich auch wieder fit. Und einen Item-Slot lasse ich mir, glaube ich, frei. Dann speichern wir kurz. Okay, den haben wir heute. Moment, was liegt da? Schießpulver, toll. Das kann ich weglegen. Etwas kürzeren Part, weil hinter der Tür folgt das große Finale. Das möchte ich noch in einen extra Part packen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.